Wenn auch die Zeit nun alles abverlangte, fühlte ich, es musste so sein. Die Farce bekam wieder ein neues Gesicht verpasst. Ohne Umtausch über die Grenze zu fliehen war kein Thema. Es war keine mehr vorhanden, außer die meines leuchtenden Körpers. Wenn von der Seele zu sprechen ist, dann in diesem Moment. Sie war es im Spalt der Glückseligkeit, als sei sie dem Turm der Heillosen von Passau entstiegen. Meine Hände erschienen durch die Fahrlässigkeit erst zu formen, wofür ich geschaffen worden war. Ein Zusammenhang in belanglosen Fristen des Daseins erkoren und zu weinen. Wie schreiende Kolonnen kamen Gedanken daher wie Klümpchen in vergorener Milch. Ständig zu rennen an der Objektivität. Das Mondlicht reichte zur Genüge zu erkennen, wie es tropfte. Der Saft des Fensters aussieht. Das schlaffe Gesicht der Wahrheit ringt nach Luft und atmet schwer, wie dieser Drachen, 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 wie dieser Drachen. Ich sah es verblassen wie ein Balkon, der bis zum Platzen aufgeblasen wird. Der Knall brachte die Uhr auf Position. Es fing an zu schmerzen, so wie die Arme, der jede Sekunde aufs Herz drückte. Schäumte mein Mund und ich fiel vor Glück in den gierigen Schlund Hybris der Hoffnung. Verhalten hat er auch medizinische Wirkung gezeigt. So sollte es sich herauswerfen. Jedes Mal, wenn es brannte. Um etwas anderes als eben nur selbstgerechte Zigaretten zu rauchen, ging ich in Richtung Bahn aufs Viertel, um einen Cappuccino zu trinken. Irgendwo ließ ich mich nieder zu schreiben, einen Satz nach dem anderen. Die Gerüche verpassten mir einen Moment und entsagen in der Musik, die erklang, was mir genommen wurde, als ich lief, um den Bus zu kriegen. Während ich die Gegend als leer empfand, merkte ich, meine Augenhöhle hatte den Ton gegeben, in der Hoffnung, ich würde es nicht merken. Einfach so drehte ich mich um und rannte davon mit dem Pfeil im Schritt. Die Kisten wurden zu viel, aber alles sollte rein und kompakt sein. So staubte es wie auf Großmutters Dachboden. Wind war intakt, mit feiner Frisur erschienen. Es hatte eine Stimme und er würde sie auch benutzen. Eine Pille zur Vernunft und illegalem Ego war erniedrigt zu würgen. Mir schien, als hätten alle in die Hose gepisst. Hier direkt in den Bus, auf die Sitze, warm, stickig, lebrig. Eine Station noch. Ich war zu früh angekommen. Ich suchte mir einen Platz zum Portionieren der Gedanken und die Transpiration. Lass es da mal brennen und keine Sonne wächst im Gras mehr. Wie auch immer, nach einer nicht allzu langen Zeit bewegte ich mich entschlossen in noch entspannter Lokalität, die mir den Genuss versprach, heilig gesprochen zu werden. Die Augen in etwa 30 Meter Entfernung leuchteten orange im Wechsel und riefen zum Tanzen. Eine Gestalt nur erkennbar als Buckeligen huschte über die Straße, eine Szene zum Ergießen erinnerte an mehr. Empfangen wurde ich von freundlichen, aber sichtlich müden Gefährten, eben mit diesem Tier angekommen. Das Warten hatte Sinn gemacht. Ein Reh gebrochenen Beines humpelnd entsprang meiner Seele. Ich war sofort absorbiert und entsprang meiner Seele.